Willkommen zurück zu Skylanders Swap Force. Im letzten Part haben wir ordentlich durchgemischt. Nur noch unser Washbuckler ist hier von einer geswappten Form noch unversehrt geblieben. Alle anderen sind im Moment komplett durchgeswappt. Und die netten Fledermäuse sind auch hier. Schaut aber nicht so aus, als ob mir die zur Hand gehen und mir helfen wollen. Ah, 108 gleich. Gut. Also hier heißt es aufpassen. Ja, nicht sterben. Immer schön Deckung suchen hier. Bei unserem mobilen Schutz. Gut gemacht. Okay. HP. Das ist gut, wieder volle HP zu haben. Oh mein Gott. Sturzflug, wie es scheint. Jetzt aber schnell. Jawohl. Gut erreicht. Ja. Gute Arbeit. Entspannende Musik hier am Start. Und man merkt schon, es wird ein bisschen anders. Hier bei dieser Challenge ein bisschen schwieriger. Wobei ich aber sagen muss, dass mir die Challenge bis jetzt am wenigsten gefällt. Also die anderen sind im Moment noch alle. Oh nein, hier war noch was. Schnell, zurück. Jawohl. Lauter Reden fast versäumt hier. Bis jetzt muss ich sagen, die anderen Challenges sind einfach schöner. Spannender auch. Und hier gibt es eigentlich nur eintönige Hochkrabblerei. Aber nun gut. Ist doch nicht so tragisch, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Was meint ihr zu dieser Challenge? Schreibt mir es in den Kommentaren. Wie gefallen euch die Challenges? Welche gefällt euch am besten? Ist es diese hier? Ist es eine andere? Sagt mir Bescheid. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Da brauchen wir keine Karte. Ich hoff's. Ansonsten. Gib doch auf! Nein! Es sieht nicht gut für dich aus! Wie du gemein. Verschwindest wohl besser! Hier? Jetzt den rüber? Den kann ich gar nicht rüberschieben. Schade. Dann muss ich den. Frage ist, ob ich das anders auch lösen kann. Ich glaube schon, dass ich alle drei Steine runterschieben kann. So kann ich zwei Steine runterschieben. Ah, gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier gibt es gar nichts. Aber für was gehört dieser Stein hier? Okay. Für genau gar nichts. So, unser Baum hier, was hat er zu sagen? Das listige Tor wurde errichtet, damit keine Eindringlinge in den Tempel kommen. Aktivierst du es? Okay, wir aktivieren es, aber nicht mit Washbuckler, sondern einfach mal ein bisschen anders. Das listige Tor wurde errichtet, damit keine Eindringlinge... Ja, überspringen. Mit wem könnten wir den jetzt kombinieren? Gute Frage. Also unser Drache schaut richtig cool aus von der geswappten Kombination her. Wir könnten jetzt mal... Ja. Ich spiele echt von Night Shift die untere Hälfte am liebsten, weil man sehr, sehr schnell sich fortbewegen kann. Das gibt echt einen Vorteil. Einen großen Vorteil sogar. Also gut. Haben wir das jetzt aktiviert? Drück nochmal. Da geht nix. Vielleicht muss ich im richtigen Moment drücken. Schauen wir mal. Zack. Jawohl. So ist es auch. Okay. Jetzt heißt es schnell sein. Und da haben wir natürlich leichtes Spiel. Erst jetzt fangen die unteren Spitzen an, wieder hochzustochen. Arkeianischer Reichsrotor. Oh. Achte auf die rotierenden Äxte. Jupp, bin dabei. So, mit Schwertern wird hier zugeschlagen. Auf die altmodische Piratenweise. Vielleicht mal ausweichen. Ja, der hat was vorgehabt. Das hat man ihn angesehen. 34 Schaden. Extrem geil. In dem Fall kann ich mich sehr schnell zum Gegner hinbewegen. Kann noch natürlich Schaden damit auch zufügen. Absolut perfekt. Also Night Shift.
ein Charakter, den ich nur empfehlen kann. Das ist ein absolutes Muss, meines Erachtens. Der bewegt sich so schnell. Man kann hier das mit Nahkampf-Charakteren problemlos kombinieren. Und das macht extremen Sinn. Gut, die zweite Statue gehört schon uns. Wo geht's jetzt lang? In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Okay. Was man durchaus gesehen hat in den ersten zwei Teilen, vor allem im ersten Teil, die ganzen Schätze und einfach alles, war extrem leicht versteckt. In Giants war es schon ein bisschen schwieriger. Und hier hat es nochmal ein bisschen eine Steigerung gegeben. Also es ist nochmal besser versteckt alles. Es gibt auch, glaube ich, mehr zu sammeln. Auf der 3DS-Version gibt es auch, oder gab es damals auch immer mehr zu sammeln. Ich weiß nicht, ob die im ersten Teil auf den 3DS gespielt. Und dann eigentlich nur noch die Konsolenversionen. Ich nehme mal unseren Hero hier vom Feld, vom Portal, denn der schaut nicht mehr arg gut aus. Nächste Combo. Mach dich bereit. Ich brenne auf den Sieg. Okay. Du machst noch ein bisschen mehr Schaden durch ein Feuerelement. Nochmal einen ordentlichen Boost. Also da sollte nichts mehr stehen bleiben. Keine Chance für die Typen hier. Auch für unsere Osterhäschen hier. Die haben hier nichts zu lachen. Oh ja. Neuer Schatz. Interessant ist, es ist nicht mehr so wichtig, mit welchem Swap Force Charakter, sag ich jetzt mal, man das Ganze hier einsammelt, solange man nicht den Oberteil upgraden will. Also den unteren Teil kann man ja mit jedem Charakter upgraden, das ist gar kein Problem. Braucht dann einfach nur die obere Hälfte, wo das Geld gespeichert ist, draufstecken und dann funktioniert das einem frei. Kehr um, bevor es zu spät ist. Okay. Dabei eigentlich arkeianischer Schlagschock. Wir kehren um! Nix wie weg hier, aber leider wird uns der Typ hier nicht mehr sagen, was er eigentlich noch sagen wollte. Schade. Okay. Ein bisschen Damage einstecken müssen, schade. Oh nein! Die haben sehr schnell wieder Schild. Jawohl, also sehr, sehr wichtig, dass man schnell am Charakter hier ist. Am Gegner und sofort zuschlagen kann mit einer heftigen Nahkampfattacke. Okay, dann stimmt mir sogar er zu. So, ein weiterer Schalter. Was ist hier noch? Oh, eine weitere Challenge. Die Speed Challenge. Oh yeah. Es ist soweit. Nur ein Swap Skylander mit der Tempo-Fähigkeit kann diese Swap-Zone aktivieren. Es ist soweit. Ich bin schon am Auspacken. Wenn er rausgeht, der Skylander der Swap Force. Skylander. Boah. Muss immer aufpassen beim Rausnehmen. Also ich habe da teilweise Angst, wenn die Hände oder Füße so richtig dünn sind, dass die eh nicht abbrechen. Bis jetzt ist es mir noch nicht passiert, aber ich weiß, dass es teilweise Leuten passiert ist, dass einfach die Figur auseinandergebrochen ist. Die Hand abgebrochen. Was auch immer. Unsere Figur ist heil oben. Die ist heil geblieben beim Auspacken. Anziehen und angreifen. Nitro Magna Charge macht sich bereit. Es gibt noch eine normale Version zu Nitro Magna Charge, die heißt nur Magna Charge und ist in Rot. Und ich habe hier die Nitro Magna Charge, die spezielle Version hier in Gold. Gut. Ah, okay. So funktioniert das. Aber nun. Bereit? 3, 2, 1, los! Okay, und was muss ich hier tun? Wir werden es gleich sehen. Oh, das gefällt mir. Oh, hier geht's um Speed. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Jetzt geht's ab. Durch den Nebel durch. Oh mein Gott. Wunderschön. Wunderschön. Hier fühlt man sich totalst wohl. Oh yeah, was für ein Spielerlebnis. Top. Gute Arbeit. Jawohl, Checkpoint Nummer 2. Fehlt noch einer. Oh nein. Puh, knapp. Alles nochmal gut gegangen. Hier ist Nummer 3. Jetzt darf ich aber tunlichst nirgends mehr anstoßen, sehe ich gerade.
Und das ist richtig, richtig knapp gewesen. Ich hoffe, da vorne ist bald das Ziel. Ansonsten, jawohl. Yes, hier ist das Ziel. Du gewinnst. Also, spielen darf man sich nicht. Coole Pose. Auf Anhieb geschafft. Traumhaft. Er blinkt schon rot. Schon langsam bräuchte ich mal HP. Ah, jetzt haben wir volle HP wieder. Plus 10 Glück. Noch ein Erfolg. Was war ein Glück? Ich meine, Glück gab es auf der Karte. Aber gab es das im Spiel auch? Nein. Also das ist neu, glaube ich. Gibt es da neue Statuswerte? Interessant. Okay, hier fährt er schneller. So. Was muss ich hier machen? Zuerst aufladen? Also ich schätze mal zuerst hier oben. Das war irgendwie falsch. Jetzt passt's. Okay. Achso, das waren zwei anscheinend. Mal sehen, was kann ich mit dem tun? Mit der A-Attacke fährt er ein bisschen schneller. Aber ansonsten gar nichts. Aber hier kann ich hier von der Ferne auch angreifen. 14 Schaden. Ich habe natürlich auch einen Cooldown. Aber hier wird er ab. Wie fies. Aber jetzt ist er down. Ich weiß nicht, was das in der Sekunde dann an Damage gibt. Mit 14 Schaden hier. Aber, ja, werden wir sehen. Upgraden will ich hier, glaube ich, mal nicht. Ist schön, dass man hier im Level auch upgraden kann. In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Und wir brauchen einen Erd-Skylander. Und wir haben keinen hier. Heißt, ich muss einen mal suchen gehen. Also, ich hätte da einen neuen noch. Und zwar einen, der nicht swappbar ist. Swap for Skylanders, also in der swapbaren Version gibt es im Moment vom Element Erde keinen. Gestochen scharf. Also ich habe mir den hier geholt. Mal sehen, was kann der? Okay, ein bisschen wie ein Mörser. Und das ist keine Ahnung. Gut, rein geht's. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Sprich, ich muss jetzt da unbedingt nach links, dann wird der Stein einsinken, nehme ich an. Jawohl. So, hier raufspringen. Oh nein! Oh mein Gott! Komm, jawohl! Das klappt sogar. Geschafft! Dann brauche ich nämlich gar nichts mehr tun. Oh, das ist wirklich fies. Oh nein! Vor allem erst langsam. Und ich komme wieder zu spät. So, jetzt aber die nächste Welle. Ja, traumhaft. Und ich komme noch heil raus hier. Perfekt. So, ein bisschen Kohle sammeln. Alles meins. Was ist hier? Irgendwas Geheimes? Nein, ist gar nichts. Schade. Schnell bewegen kann ich mich auch nicht. Ist es ja langsam hier. Vielleicht kann man da irgendwas upgraden. Gut, aber interessiert uns mal im Moment eher nicht. Wir wollen hier mal dieses Tor bewältigen. So, runter mit dir. Und nix wie hoch. Schnell, schnell, schnell. Okay, nun geht's los. Beeil dich. Das wird knapp. Aber alles nochmal gut gegangen. Okay. Es ist Zahltag. Oh nein, ich hoffe, ich muss nicht mit HP bezahlen hier. Lauf um dein Leben. Schneller. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Gerade noch. Der hatte aber Glück gehabt. Muss man schon sagen. Und es gibt was Neues. Ein neues Item, ein neuer Hut. Den setze ich aber gleich gar nicht auf. Interessant. Nein, will ich nicht aufsetzen. Kann ich mich hier teleportieren? Nein, aber ich müsste runterspringen können. Jawohl, hier geht's runter. Ist auch angezeigt worden. So.
Schauen wir, dass wir ein paar Gegner zu Gesicht bekommen. Das schaut ja wie eine Arena aus. Perfekt für einen neuen Skylander. Was machst du an Damage? Zeig mal her. Zeig her, was du kannst. Okay, weit schießen. Nur 10 Damage. Interessant. 10, 15, das ist extrem wenig. Dafür gehen die Schüsse relativ weit. Und irgendwie... Ah, okay, die bleiben liegen auch. Interessant. Und was ist das hier? Schauen wir mal. Oh mein Gott. Sieht auch fast gar nichts ab, oder? 18. Oh Mann. Boom, und weg ist er. Da kann er traurig nach Hause gehen. Der muss noch stark trainieren, bevor der hier was reißen kann. Der macht ja fast gar keinen Damage. Das ist doch echt hart. Der braucht jetzt garantiert eine Pause. Figur sieht... Okay, machen wir. Die Figur sieht ja ziemlich geil aus, aber anscheinend macht er nicht viel Schaden. Vielleicht sieht es mit den Upgrades besser aus, nur der Base Damage sagt halt schon viel über den Verlauf der Figur aus. Vielleicht diesmal nicht, zumindest war es früher so. Aufgeladen. Oh, 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 oh. Was macht das hier außer schneller fahren? Oh, ich muss aufpassen. Spute dich! Nein! Ich bin von links getroffen worden. Nitro Magna Charge ist ausgeschaltet worden. Oh, das hätte ich verhindern müssen. Wie fies. Ich könnte eigentlich noch... Schicken wir unsere Elite-Einheit hier rein. Fire Shift. Meine absolute Lieblingsfigur. Ich brenne auf den Sieg. Oh ja, ich auch. Stufenaufstieg. Level up. Und Feuerelement ist hier noch vom Vorteil, also besser kann es nicht gehen. Der fetzt hier alles weg. Nur ich fühle mich auf, als ob ich gar nicht ans Ausweichen hier denke. An mir verbrennen sich alle. Und ich habe schon nur noch 108 HP. Ein Treffer noch und ich bin weg. Okay. Ein doppeltes Tor. Jawohl, das hat schon mal gut geklappt. Und hier noch. Traumhaft. Schön warm ist es hier. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Langsam wird's knapp. So ein Jumpy hat mich jetzt auch noch getroffen. Und das ist ziemlich heftig, denn ich sehe hier keine HP. Ich probiere mal was anderes. Und zwar... probieren wir mal Nitro Magna Charge ein bisschen zu kombinieren. Der ist zwar tot, aber vielleicht kann ich den unteren Teil hier noch hernehmen und verwenden. Schauen wir mal. Probieren wir es doch einfach, weil die HP werden im oberen Bereich des Skylanders gespeichert, aber anscheinend, wenn er mal down ist, dann geht nichts mehr, oder wie? Vielleicht geht dieser hier? Auch nicht. Keiner mag mehr kämpfen, keiner mag mehr spielen. Die sind doch alle gemein. Nun gut, dann werden wir unseren Drachen hier reinschicken. Mal sehen, was der so drauf hat. Wir haben ihn schon ausprobiert, ich glaube im letzten Part war es, oder zwei Parts? Mit dem Sturm. Optisch wirklich absolut fein. Kombiniert der Free Ranger mit Firekraken. Von Firekraken der untere Teil, von Free Ranger der obere Teil. Nein, komm, gib Gas! Boah, der macht mich jetzt schon fertig. Ja, HP, die tun gut. So. Okay, ich muss warten. Wo geht's denn weiter? Ist das hier Bonus? Ich schätze mal schon. Wir sind nämlich unten. Oh, ich muss springen. Sonst komme ich da gar nicht rauf. Wow. Wir sind unten einen langen Gang, einen langen Weg. Also schätze ich mal, dass das hier ein Platz für ein Secret ist. Okay. Das ist einfach nur ein anderer Weg gewesen. Nun gut, das war gar nichts. Ah, super. Genau das hat mir ja noch gefehlt. Oh Mann! Meine Swap Force Einheit wird bedeutend angeschlagen. Ich werde Free Kraken wieder auswechseln. Der hat seinen Job gemacht. Vielleicht taugt Ninja hier. Und wir werden zum zweiten Mal Ninja Stealth Elf verwenden. Leise, aber tödlich. Hoffentlich. Vielleicht noch vom Optischen her eine kleine Verbesserung. Denn. Das muss man sehen. Wenn sie sagt, leise, aber tödlich und ein Ninja ist, dann wollen wir hier auf gar keinen Fall auffallen.
Na, eine Krone vielleicht? Passt sie zu dir? Noch eine Tarnung. Ja, okay, also die passt. Es ist noch eine Tarnung. Cool. Perfekt. Ach, fieser Glumshanks. Skylander, achte auf die Raketen! Es war ein großer Fehler von dir, hierher zu kommen. Hey, den kenne ich. Ich bin ziemlich sicher, das ist Chaos Butler. Wir müssen an dem Kraftfeld vorbeikommen. Und so ist es auch. Chaos Butler, Glumshanks, sein treuer Diener. Im dritten Teil ist er schon ein bisschen von Chaos seinen Plänen ein wenig entmutigt gewesen. Und deswegen wurde er mit dem Fisinator ein bisschen verstärkt, würde ich jetzt mal behaupten. Verstärkt passt er wirklich. So. Okay, und jetzt? Ah, ich weiß schon, wie es geht. Den hier noch nach links runterschieben, genau. Und jetzt kommen wir gleich ran an die Statue hier. Müsste so auch schon funktionieren. Schau mal, können wir hier runterspringen? Nee. Ah, gerade nicht. So geht's natürlich auch. Cool. Yeah. 4 von 5. Und die nächste Statue, die letzte, werden wir uns wahrscheinlich im nächsten Part holen. Denn diesmal ist schon wieder aus. Ja, Freunde, es ist soweit. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage, bis zum nächsten Mal hier bei Skylanders Swap Force.